Hallo Leute, hier ist mal wieder der Max und der Toni. Genau, und jetzt nehmen wir noch ein zweites Match von der Herr der Ringe, die Eroberung auf. Diesmal werde ich euch den Speer gleich vorzeigen. Ich nehme vom Anfang an den Bogenschützen. Okay, ist war nicht schon? Nein, noch nicht. Ich baue uns jetzt mal die Fahrt der Zeit. Ja, das stimmt. Vor allem, es ist sehr kurios, wir sind erst so kurz und drauf gekommen. Ununterbrochen laufen 10 Sekunden ab. Ja, und es ist halt Zufall, in was du landest. Also es ist ja eigentlich bei jedem Spiel so, zumindest bei jedem Spiel, die ich gespielt habe, wo es eine Spawnzeit gibt, dass du fixe 3 oder 4 Sekunden, zum Beispiel bei Battlefield 3 hast, was eigentlich eine super Spawnzeit ist. Hier hast du 10 Sekunden, wenn du Pech hast. Und nur wenn du Glück hast. Hast du dann eine Sekunde, also es hat Vorteile, aber auch wirklich große Nachteile, weil meistens landest du irgendwo so unter, bis über 5 und das ist dann blöd. Auch das ist so, ich habe schon gesagt, diese Marke macht solche Spiele halt, die einfach ähnlich halt wie ein Multiplayer halt nur auf einer Konsole funktionieren. Shooters macht sie eigentlich. Shooter, das ist mal eine andere Art von Shooter. Sie nehmen die berühmtesten, also halt die berühmtesten Filme, Bücher, was auch immer, eher Filme, und machen daraus dann einfach Shooter, in dem Fall so ein Halb-Shooter, Halb-Schwert-Fantasy. Ich auch. Ja, also ich spiele jetzt diesmal, wie ich schon beim letzten Video gesagt habe, ich glaube auch schon mit diesem hier, den Speer. Ich den Bogenschützen. Zum Speer kann man sagen, also er ist schnell. Nicht meine Klasse. Und schwach. Also er kann eigentlich nicht so viel. Aber er kann diesen coolen Angriff hier. Oh verdammt, was für ein Bug. War klar, also jetzt kommt was. Ja, da seht ihr nochmal. Zack. Der killt sofort. Das sehr nervig Behältnis. Stirb doch, Krieger. Kacke. Da wird zum Beispiel der komische Vergift. Wir hatten gerade Lust, einfach nur schnell ein zweites Video von denen zu machen. Und übrigens, falls euch manche nicht wissen, was DHDR sein soll, der Herr der Ringe. Haben wir das jemals wieder in einem Video gesehen? Ja, voll. Hab ich gesagt. Okay, also ich sag nie, also ich sage jetzt immer nur mit DHDR, weil es mir einfach zu lang ist, der Herr der Ringe immer zu sagen. Irgendwie berechtigt. Aber findet auf einmal die Abkürzung. Hä? Du hast auf einmal die Abkürzung. Na, die gibt's. Ist Kommentare überall DHDR. Du bist nur wieder so ungebildet und weißt das nicht. Ja, also jetzt bin ich gerade zum ersten Mal gekillt worden. Das wird ein eher gutes Kommentar, ich sehe das schon. Yeah. Also, nein, ich bin bloß 23. Oh. Ich bin viel mehr alt. Ich habe schon gedacht, ich sollte schon mal rein. Ja, wir haben schon 3 Minuten. Puh. Yep. Ja, also ich finde diese Map hier eigentlich ganz cool designt. Deine Lieblingsmap? Ich finde sie auch nicht schlecht. Es ist nicht meine Lieblings, aber es ist gut designt. Was ist denn da? Dieses eine Staubdingsbuster. Mysterium? Ja, ich glaube, so heißt es. Warte. Ach, verdammt. So, jetzt kommen die mal wieder alle da zu mir, weil ich ja der beste Spieler bin. Ich finde Mysterium fahr. Auch immer nur dasselbe. Sie sind nicht schlecht, weil so ist das. Ich finde von Bewegungen her ist das Spiel sehr gut gemacht. Wohl öfters laufen Grafikfehler, das war gerade ein Bug. Da schauen Leute gegenüber und haben sich nicht angegriffen. Oh, verdammt. Schon zum zweiten Mal fährt hier eine Sirene vorbei. Ist dir das aufgefallen? Ja, da dürfte gerade was passiert sein. Ah, da hat auch dort jemand diesen Tarnangriff verwendet. Ja, ich kann so irgendeine Sprengkugel werfen. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich glaube Sprengfeuer. Recht praktisch. Ja, damit kann man Gegner auf den Boden werfen, ihren Block unterbrechen. Ah, da bist du. Du Ding. Ja, redest du mit mir? Ja. Ja, jetzt bin ich in der Zwickmühle, hat man ja, kaum Chancen. Ja, ich bin auch wieder gestorben. Mein Score ist bisher 12-2. Oder was? Oder ist es meine oder deiner? Ich rede nicht. Meine ist 12. Danke, Kumpel. Also, manchmal sind Magier so nett, heilen sofort. Und es gibt auch Magier, die sind Strodum. Und heilen nicht nie. Strodum.
Aber wohl damals in der Zeit gesagt. Blöd wie Prost. Also, ich weiß irgendwie nicht, was ich in diesem Kommentar hier sagen soll. Haben irgendwie schon alles gesagt. Oder. Was bei dem Spiel angenehm ist, habe ich eh schon im letzten gesagt. Hier gibt es eigentlich nichts, was man irgendwie overpowern kann. Na gut, nein, also es gibt eigentlich nichts. Ich habe mir gerade gedacht, diesen einen Tarnangriff, den ich machen kann, aber ich denke mir, der ist so schwer zu machen. Darum ist er okay. So. Vielleicht habe ich jetzt mal genug da den Speer gezeigt. Ich werde es nämlich mit einem Krieger nehmen. Ich finde ihn einfach besser. Ja, also Krieger ist für mich die beste Klasse. Wenn ihr euch wundern solltet, keine Ahnung, ob ihr den Ton des Spiels überhaupt hört, aber wenn ihr euch wundern solltet, warum niemand irgendwas redet während des Spiels, dass ich damals wieder das ausgeschaltet haben, weil das so was von einer freakigen Stimme ist, das halte ich einfach nicht aus. Ich kann euch mal einen Commentary machen, da schalte ich es ein. Da könnt ihr es euch anhören, was sie sagen. Warte, eins hat es mir gemerkt, die Armeen des Lichts haben die Oberhand gewonnen. Also, das ist ein Satz. Und das sind halt haufenweise solche Sätze. Vielleicht schalte ich es mal an. Aber wirklich, das wollen wir eigentlich auch nicht wirklich anschauen, weil das ist wirklich... Ich tue es mir auch eigentlich nicht an. Das ist wirklich... Achso, ihr könnt uns schreiben, wenn ihr das wollt. Ist vielleicht ganz witzig. Aber das ist wirklich auch normal. Oh, die sind immer wieder so... Wenn ich mal den Originalfilm sagen sie sowas. Und es ist wirklich erbärmlich, was... Und auch da reden sie teilweise schon relativ freakig. Ja, da haben sie jetzt recht freakig zu reden, aber dieses Spiel haben sie so maßlos übertrieben. Ich bin hier in der Kleine, ich hätte nicht angreifen sollen. Irgendwie... Renn weg! Bin ich seit Ewigkeiten fast tot, aber dann doch nicht. Jetzt bin ich. Ich renne gerade runter. Okay, ich fürchte, dieses Kommentar wird etwas zu lang. Wie lange ist es schon? 7 Minuten. Oh. Wir haben noch nicht mal die Hälfte der Punkte. Jetzt habe ich ein längeres Kommentar. Ja, ja. Ich könnte auch nicht schauen. Wer hat mich gerade geschossen? Ja, wie ist das ein Special? Muss ich mir noch überlegen, wegen was. Ach, ich habe einfach morgen Geburtstag. Ja, falls du nicht zu lange ist, Kommentar hast. Ich habe schon wieder morgen Geburtstag. Ja. Lasst mich in Ruhe. Ja, ja. Abend. Und ich habe auch schon mal gefragt, was ihr so für Spiele spielt. Das solltet ihr mir in den Kommentaren schreiben. Und jetzt würde ich auch noch gerne wissen, was für Filme ihr so seht. Das würde mich auch nochmal interessieren. Sag mal, bist du ein Spion? Nein, mich interessiert das einfach. Ich weiß nicht wieso, ich finde es auch eher eigentlich. Kein anderer Mensch der Welt interessiert das. Ja, mich interessiert sowas. Tut mir leid. Mach dein Speck. Ja. Ich? Nein. Also du bist der Held. Ich denke mir schon, wieso bekomme ich den nicht? Ja, spiel gerade. Ich habe einen Score von 20,5. Ist glaube ich okay. Die Pot hässliche Abend, aber es ist ganz lustig zum Spielen. Das ist sehr praktisch. Diese Einfrierflammen. Gut zur Flucht. Es ist so blöd, irgendwie Flammen, die einfrieren. Ich finde das nicht so keinen Sinn. Ja. Wahrscheinlich siehst du das falsch. Sieht aber wie Flammen aus. Auf jeden Fall sind das komische, bewegende. Punkte, die Gegner einfrieren lassen. Ja. Oder starren. Starren, die Flamme ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Oh, bitte, Baby. Ich habe dich gerade geholfen, siehst du, mit der Erstarrungsflamme. Ja, Wahnsinn, danke. Aber Boron ist ja auch nicht schlecht im Spiel. Das ist ein anderer Held. Ja. Ja, ich kenne mich sehr gut beim Film aus. Beim Film, das Buch. Das Buch gefällt mir nicht so gut. Also ich muss sagen, Mir auch nicht, also. Da haben sie einiges verbaut, also wie gesagt. Ich habe ein Kapitel gelesen, danach hat es mir gereicht. Der Film ist deutlich spannender, muss man schon sagen. Vor allem im dritten Teil, da was ich so alles gehört habe, ich habe nie gelesen, was ich gehört habe. Film definitiv besser. Was bei ihr wirklich, wirklich einlöst, mit ihrem normalen Angriff zerstört sie sogar Block. Und das ist angenehm. Und bei ich werde jetzt auch mal wieder den Magier da spielen. Weil bei speziellen Gegnern, halt als normaler Mensch jetzt, als normaler Mensch, braucht man immer einen Spezialangriff. Um den Block zu sprechen, bei ihr nicht. Und ich glaube, sie ist die einzige. Selbst von den Helden. Deswegen
Ja, ich bin so sicher auch erwischt. Ja, also mich haben, ich will es auch gut zu fragen, es haben einige Leute gefragt, bei meinem YouTube-Namen steht ja AF am Ende. Halt doppelt A und dann halt ein F. Und ich habe ein paar Freunde gefragt, wofür das steht, und ich dachte, das kläre ich jetzt einfach mal auf. Das steht für Austrian Air Force, halt für die österreichische Luftwaffe. Ich sag's auf Englisch, weil es einfach besser klingt. Ich weiß nicht, das klingt irgendwie gut, Austrian Air Force. Das heißt doch AAF, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich war nicht bei der österreichischen Luftwaffe. Also. Egal. Halt, jetzt wisst ihr, wofür das AAF steht. Obwohl, nein, das heißt nur bei Austrian Air. Wenn euch das wirklich so interessiert, dachte ich mir, sage ich euch das mal. Warte, bleib in dem Schild da. Ja, ich bin Bogenschütze. Ich mache dich platt. Nein, nicht wirklich. Ah. Die Schilde sind wirklich nervig. Vor allem hier. Da kannst du so gar nicht mehr reinschießen. Dann werde ich mir den halt auch mal machen. Thank. Ich kann halt ihn nicht. Achtung, der neben uns liegt da noch. Ah, ich bin ein Idiot. Ich hätte uns heilen können. Bist du tot? Ja. Deine Hilfe hätte ich verzichten können. Ich sehe schon, das Kommentar wird lange. Ja, wir haben jetzt 77. Ich kenne die 1 und 2. Ja, noch 3 Minuten und dann 77 erst das Punkt. Also. Mach ein bisschen schneller mal. Das gibt's ja. Mach du doch ein bisschen schneller aus, Mann. Ich bin der Bessere von uns, also. Ganz überraschend. Ich weiß, ja, eigentlich, ich weiß eigentlich die ganze Zeit wieder schlechtere und jetzt gerade. Nein, vorhin konnte hast du knapp besser. Als Held. Das heißt, da knapp besser, dass man. Ja. 10 Punkte oder so. Auf die, was nein, du bist der Held. 5 oder 7. Ja, ich weiß. Ah, ich bin jetzt gerade nicht gut. Ja, ich habe nicht auch mehr. Ja. Nicht, wenn die es hier so spielen. Also. Ja, vor allem, ich werde die ganze Zeit jetzt ununterbrochen zu Boden gestoßen. Lass mich nicht mehr schnell. Ja, weil die alle da sind. Das, nicht das ist auch eine Fehlprogrammierung. Also oft lassen sie dich gar nicht mehr ausstehen im Spiel. Geht mit ziemlich. Falls ihr dieses Spiel habt und diese Map hier nicht, dann erkläre ich euch auch gleich warum. Die kam mit einer Erweiterung, kam 2 neue Maps dazu. Vielleicht, ihr müsst euch die wahrscheinlich noch runterladen. Ist sehr lobenswert. Kostet die überhaupt was? Ich weiß es nicht. Ja, ich glaube, die hat was gekostet. Ich erinnere mich nicht. Was gab es ein, dass es nur 2 oder 3 Euro gekostet hat, könnt ihr im PlayStation Store nachschauen. Soll ich die Xbox-Typen? Können sie eigentlich auch runterladen? Ich weiß es nicht, habe ich eine Xbox? Falls nicht, Test. Stimmt, für was bist du mehr Xbox? Oder? Das liegt wohl auf der Hand, wenn ich hier mit PS3 zocke. Stimmt, und du keine Xbox hast. Na eben. Wenn ich prinzipiell nichts von Microsoft habe, liegt das, finde ich, auf der Hand. Scheiße, weil da hat es gar nicht. Vor allem, wieso fragst du mich das? Ja, so, allgemein. Ja, da habt ihr den Angriff noch letztes Mal schön gesehen. Ich glaube, noch einmal werde ich ihn jetzt nicht hier hinkriegen. Weil der ist wirklich nicht ganz einfach. Ich bin schon wieder. Ja, das gibt's doch nicht. Noch 9 Punkte. Das ist etwas, was mich im Spiel ein wenig stört. Teilweise hauen 5 Gegner auf einmal auf dich ein, bis. Du kannst ja doch gar nicht mehr aufstehen, bis du einfach tot bist. Wirklich hast du. Ja, man sieht schon. Du hörst mir nicht zu. Sehr unkoordiniert hier. Also, das Video dauert lang, wir haben jetzt schon fast 14 Minuten. Ich hoffe, wir können es überhaupt hochladen. Bei unserem scheiß Internet? Ja. Boah, jetzt sind die hier wieder alle und das meine ich mit, sie lassen dich nicht aufstehen. Ich schieß auf sie am Boden, das ist eigentlich gerade die fairste Taktik, aber sie haben es auch. Aber was so angenehm ist bei so einem Nahkampf, unter Anführungszeichen Shooter, es kann keine Camper geben. Na, Bogenschütze. Ja, aber die sind nicht stark genug, als dass sie nicht da wegcampen könnten. Also, das ist ein gut, das gefällt mir im Spiel, keine Camper. Das hin und nervt. Wieder ist es aber auch wirklich ein Shooter als Bogenschütze. Oh, Headshot. Ja, Headshot. Ja, jetzt haben wir doch noch gewonnen. Last Kill hab ich. Okay, der ist noch schnell der Score. Gleich. Ah, nein. Nein, ich hab mehr. Ich hab weniger, mehr. Entschuldigung. Ich hab 5 Kills weniger und bin noch öfter gestorben. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.